So, da sind wir jetzt endlich schon bei den Prestigeaufgaben. Also, wir müssen Eliminierung bei Dusty Depot oder dem Meteoriten nehmen. Da würde ich eigentlich echt empfehlen, einfach ganz normale Solo-Runden. Keine Gruppenkeile oder sonst was, weil das hat einfach mit Glück zu tun. Bei Solo, ihr fliegt einfach hin und probiert einfach euer Glück. Und ich würde auch echt lieber Solo nehmen als Arena, weil in Arena, klar, wenn ihr schon höher gespielt habt und euch da hochgeschwitzt habt, werdet ihr natürlich da wenig Erfolg haben, weil in Arena, wenn ihr höher seid, es verteilt sich einfach alles auf der Map. Jeder versucht einfach irgendwo hinzufliegen, wo, denke ich mal, keiner hinfliegt. Und aus dem Grund wird es da echt schwierig. Und ihr wisst ja, Ladebildschirm, neuer Ladebildschirm, Like-Zeit, also wenn ihr kein Like da gelassen habt, macht's jetzt. Schreibt gerne was in die Kommentare, ich lese mir wirklich alles durch und antworte jedem. Also da gibt es auch keine Ausnahme, wenn du noch kein Abonnent bist, gerne auch ein Abo da lassen. Wie gesagt, durch die Abonnenten kommt ihr schneller an eure PaySafe-Codes dran, die ihr natürlich, denke ich mal, gerne haben wollt. Einfach ein Abo da lassen und schon seid ihr mit dabei. So, jetzt gucken wir mal, dass die Depot. Weil auf dem Meteorit selber landen macht in meinen Augen nicht viel Sinn. Also einfach immer wieder das Depot reinknallen, bis ihr die 3 Kills habt. Es kann sich natürlich ein bisschen hinziehen, aber wenn ihr Glück habt, eine gute Waffe findet, kann das eigentlich auch ziemlich schnell klappen. So, mal gucken, wie es bei uns läuft. Ich probiere es mal ein, zwei Mal. Und schreibt mir in die Kommentare, wie lange habt ihr gebraucht für die 3 Kills? Habt ihr es in einer Runde schon geschafft? Oder habt ihr mehrere Anläufe gebraucht? So. Wie in guten alten Zeiten. Früher immer das die Depot runter. Oder hier unten, da bin ich auch oft hingeflogen. Und dann erst zu das die Depot hingegangen. Das war früher wirklich mal meine alte Flugroute. So, jetzt ist erstmal die Frage, wie rumlaufe ich? Dann haben wir auf den Dächern irgendwas Gutes. Dann da nicht. Oh, Lex kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Gut, er ist schon mal unten. Ich probiere es direkt reinzukommen. Hallo. Besser kann es ja nicht gehen. Er müsste eigentlich bei mir spielen. Oh. So, wenn ich jetzt noch Blue Life finden würde. Da komme ich nicht hoch. Oder Medikit. Ja. So, jetzt am besten noch einen finden. Einer, der lost ist und mich nicht sieht oder hört. Lass mal nachladen. Einer noch hier landen. Nein, nicht runterfallen. Oh nein. Nicht so. Nein, kein Roboter. Eigentlich da so ein Gegner, weil dann bin ich ja quasi mit dem Ziel direkt. Ich glaube, hier läuft aber auch keiner rum.
Ja, doch. Nein, ich war zu langsam. Ha! Ärgerlich. Aber wir probieren es direkt nochmal. Vielleicht. Ich habe jetzt einmal normal Solo gemacht. Jetzt gehen wir mal einmal Arena rein. Mal gucken, wie es da fällt. Vielleicht habe ich da die Aufgabe schon fertig. Das wäre natürlich perfekt. Aber mit dem einen, der natürlich da gelandet ist und hat einfach nur eine Kiste geöffnet und hat dann nichts mehr gemacht, ist natürlich Weltklasse, wenn man sowas findet. So, gehen wir mal direkt in Arena. Ja, ein Trios mit Sicherheit. Weil ich so gut bin wie drei. Kappa. So, was machen wir denn hier raus? Ach, der gefällt mir eh nicht. Aber wie schnell man hier levelt, ist echt Wahnsinn. Und ich mache wirklich nur die Tagesaufgaben, die Wochenaufgaben und das war's. So, sind wir jetzt mal drin. Bam, bam. So, ich könnte schon wieder sagen, Ladebildschirm, Like-Zeit, Kommentierzeit. Wenn du noch kein Abonnent bist, hau jetzt dein Abo raus. Dun, dun, dun. Na, pass auf, jetzt landet da keine. Weil zur Zeit gibt es halt wirklich viele Orte, wo gelandet wird. Dun, dun, dun. Ah, das Depot liegt aber fast auf dem Weg. Weil derzeit landen viele hier wegen den Gegenständen, da wegen den Pilzen, hier landen sie wegen der Schurken, wegen dem Schurkenbunker, hier landen sie wegen der Villa, in Loot Lake landen sie wegen dem Schwebeschaden, den man machen muss, bei Block landen sie wegen dem Abbauen und jetzt Munitionskisten. Ich sage halt, zur Zeit ist alles ein bisschen mehr verteilt. So, zack, 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 zack. Jetzt raus. Man schreibt echt die Erfahrung, der beste Wegabstand ist immer so 1000 Meter. Aber ich habe auch schon Videos gesehen, die sagen echt, du sollst im 90 Grad Winkel runter. Aber das finde ich irgendwie viel zu spät. Oh Gott, wie früh ist denn hier der Fallschirm offen? Oh Gott, er ist schon da unten. Na klar, so. Oh Gott, wie früh bin ich denn? Oh, bestimmt, weil ich über den Bergspitze geflogen bin. So, einer ist links. Ne, er ist doch noch da. Aber probieren wir es einfach mit der Pistole. Scheiße, das wäre meine Chance gewesen. Ah, hier ist nicht. Nicht lecken. Ha! Kill geklaut! Das war's komplett. Ich glaube, der kotzt im Strahl. Ist er schon oben? Ah, jetzt. Ach, hätte ich da noch einen Hit gemacht, hätte ich nur noch gehabt. Aber wie ihr seht, das ist eigentlich nicht schwer. Und wenn ich das hinkriege, kriegt die das schon dreimal hin. Oh, den Skin hatte ich auch immer. Oh, wenn ich den Skin sehe, dann denke ich mir jetzt, oh, meinen alten Pass. Beziehungsweise alten Account. So, ich hoffe, wie gesagt, ich konnte euch damit helfen. Ich konnte euch helfen. Ihr könnt mir helfen. Einfach ein Abo da lassen. Alles klar, in dem Sinne, haut rein.